Was bist denn du für ein Vogel, ey? Und noch einmal stelle ich euch drei Minispiele aus Fall Guys vor. Wir bleiben erstmal bei den Teamspielen. Im letzten Video ging es um Bälle, jetzt sammeln wir Eier. Sag ja Eier, wir brauchen Eier! In Eiergerangel ist es eure Aufgabe als Team, die meisten Eier in eurem Nest zu sammeln. Dafür habt ihr 2 Minuten Zeit. Am Anfang liegen alle in der Mitte der Arena und mit dem Startschuss beginnt das Chaos. Schnappt euch schnellstmöglich mit R2 ein Ei. Achtung, ihr müsst R2 unbedingt gedrückt halten, sonst lasst ihr es nämlich direkt wieder fallen. Es gibt auch goldene Eier und diese geben satte 5 Punkte, also die lohnen sich wirklich. Auch hier könnt ihr entweder derjenige sein, der verteidigt und Diebe durch Festhalten aufhält, oder aktiv auf Klautour gehen und bei den anderen wildern. Vorsicht auch vor den Hämmern, erwischen sie euch, lässt eure Spielfigur die Beute fallen. Meistens geht es wild hin und her und natürlich braucht ihr auch ein Team, das weiß, was es tut. Achtet auf die Punkte der Gegner und klaut dort, wo sich die wenigsten Eier befinden. Habt ihr euch schon mal ein stabiles Polster aufgebaut, kann es wirklich ratsam sein, sich nur noch auf das Verteidigen des eigenen Nestes zu konzentrieren. Das kommt aber wirklich auf die Spielsituation drauf an. Eiergerangel, der Name ist schon speziell, muss man zugeben, ist nicht unbedingt mein Lieblingsspiel in Fall Guys, aber eine Runde zwischendurch geht schon. Zwei Teams stehen sich bei Hexenwerk in einer Arena gegenüber, nur jeweils ein Spieler eines Teams ist verhext. Das heißt, er trägt um den Bauch einen rotierenden Ring mit rosa Herzen. Ja, warum auch nicht? Nur diese Spieler können die Spieler der gegnerischen Mannschaft auch verhexen, mit R2. Jeder neu verhexte Spieler ist wiederum in der Lage, andere zu verhexen und so weiter und so weiter. Die Mannschaft, bei der zuerst alle Spieler verhext sind, verliert. Was heißt das für euch konkret? Habt ihr am Anfang keine rosa Herzchen um euren Bauch, dann heißt es Beine in die Hand nehmen, verstecken oder flüchten. Haltet Abstand von jedem, der auch nur am entferntesten nach einem rosa Herz aussieht. Und das ist in dem Gewirr überhaupt nicht leicht. Hat es euch dann selbst erwischt, könnt ihr euch auf die Jagd begeben. Wie bei vergleichbaren Spielen, wie zum Beispiel beim Abschweifen, macht es keinen Sinn, dem Gegner einfach hinterher zu rennen. Er ist genauso schnell wie ihr und ihr kriegt ihn niemals. Kreuzt lieber die Wege. Haltet auch immer ein Auge auf die schwingenden Kugeln, die hauen euch ziemlich schnell weg. Ist ein ganz lustiges, sehr chaotisches Spielchen. So, an dieser Stelle müsste jetzt thematisch eigentlich der Reifenspringer kommen, aber ich habe es trotz stundenlangem Spielen nicht geschafft, den auf Video zu bekommen. Ich hoffe, ich kann ihn schnellstmöglich noch nachreichen. Deswegen kommt jetzt eins der ersten Finalspiele. Weggehext war das erste Finalspiel, das ich gewonnen habe und vielleicht mag ich es deswegen so sehr. Ihr startet auf einzelnen Waben, die bei Berührung aber schnell verschwinden und euch auf das nächste Feld mit Waben fallen lässt. Insgesamt gibt es davon 8. Ihr müsst sofort loslaufen und alle Teile, die ihr berührt, verschwinden. Das passiert bei allen Spielern. Wenn ihr Pech habt, fallt ihr nach unten, euer Gegner hat die Waben unter euch aber schon berührt und ihr fallt durch diese Ebene auch noch. Und noch durch eine Ebene und so weiter. So kann es ganz schnell passieren, dass ihr euch in einem Moment weit vorne seht und im nächsten Moment kurz vor dem Ende steht. Ganz wichtig, seht ihr, dass ihr gleich eine Ebene tiefer fällt, dann schaut nach unten, ob ihr auch gut landet oder ob Gefahr droht, doch noch weiter nach unten zu stürzen. Auch ein Hechtsprung auf weiter entferntere Wabenfelder kann euch manchmal wirklich die Haut retten. Dreht die Kamera immer so, dass ihr euren Weg gut im Blick habt und haltet immer auch nach Alternativrouten Ausschau, da euch die Gegner ja einzelne Felder auch wegnehmen können. Ein Spiel, bei dem man wirklich geschickt, aber auch eine Portion Glück haben muss. Ein tolles Minispiel. Und das war's für heute schon wieder mit diesem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu den Spielen in die Kommentare schreibt, über einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Im nächsten Video kommen dann 3 weitere Finalspiele.